Ja, hallo, schönen guten Tag, keine Bange, keine Bange, ich bin noch gar nicht dran. Meine Damen und Herren, es ist mir an dieser Stelle eine Herzensangelegenheit und eine Ehre, einen guten alten Freund auf diesem Lastwagen zu begrüßen. Er war schon dabei, als es galt, mit der geballten Macht des Humors Berliner Hausbesetzungen zu unterstützen. Er war dabei, um mit der Kraft der Satire den Kampf gegen die Atomkraftwerke voranzutreiben. Er saß schon im Tourneebus für die alternative Sache, als Joschka Fischer noch Taxi fuhr. Er war Mitglied der berühmt-berüchtigten Kabaretttruppe Die drei Tornados, die in der ganzen Republik die großen Hallen füllte, auch tagelang hintereinander das Theaterhaus. Heute ist er ein großartiger Solokünstler. Sie kennen ihn von seinen Auftritten in der ZDF-Show Neues aus der Anstalt. Zurzeit ist er auf Tournee, er kommt gerade aus Köln und hat vor seinem nächsten Auftritt heute Abend einen Abstecher zu uns gemacht, um unseren Protest zu unterstützen. Begrüßen wir mit einem herzlichen Applaus in gebührender Schwadenstreich-Lautstärke aus Berlin den einzigen und wahren Arnulf Ratting! Ich bin überwältigt, so viele Leute hätte ich gar nicht erwartet und so schönes Wetter. Ich finde, Stuttgart ist allein vom Wetter her die Hauptstadt des Protestes. Hier sollte man alle Kundgebungen machen, das ist klasse. Ich grüße aus Berlin, wir haben da auch ein Bauprojekt. Und trotzdem die Bürgerbewegung nicht so groß ist, haben wir es geschafft, dass es nicht vorankommt. Wir haben da jetzt als Chef Herrn Wiedong. Ein Mann, der sich mit Verspätungen sehr gut auskennt. Die wissen in Berlin nicht mal, wie viele Baumängel da sind. Ja, man überlegt 30.000, man weiß es nicht so genau. Mein Vorschlag wäre, man soll die NSA fragen. Die haben das ja alles abgehört. Die wissen das. Ja, die NSA, die ist sowieso klasse, dass sie das alles machen. Ich würde es auch vorschlagen im Falle NSU. Das ist ja nur ein Buchstabe Unterschied. Wir haben das ja gar nicht gemerkt, dass da in unserem Land gemordet wurde, obwohl die Aufklärungsquote von Mord normalerweise bei 95% ist. Aber das haben wir nicht gemerkt. Wir haben gnadenlos in die falsche Richtung ermittelt. Und als wir es dann rausbekommen haben, haben wir vor lauter Schreck über 300 Aktenvorgänge vernichtet. Und jetzt wissen wir nicht mehr, was los ist. Und dann fragen wir die NSA. NSU, NSA, das ist ja nur ein Buchstabe Unterschied. Das ist wahrscheinlich der gleiche Sachbearbeiter. Ja. Meine Damen und Herren, es wird unglaublich viel Geld ausgegeben, hier jetzt auch in Stuttgart, nicht wahr? Man hat das Gefühl, das sind ja alles ehemalige Automanager, die da arbeiten, nicht? Die sind irgend von wem verpflichtet oder sie haben sich selbst verpflichtet, so viel Geld wie möglich vergraben, ohne dass die Bahn vorwärts kommt. Und der Joe Bauer hat recht. Wir kennen uns schon länger, wir kennen uns schon aus einer Zeit, also als die Grünen noch gar nicht, die gab es noch gar nicht. Ja, da waren wir auf uns selber angewiesen und wir mussten den Protest alleine machen. Da gab es noch eine außerparlamentarische Opposition nach dem Motto Kampf dem Kapital, wie ist scheißegal. Ein, finde ich, nach wie vor brauchbares Motto. Und da sind auch viele Erfolge zu verzeichnen gewesen. Das muss man sagen, man darf das gar nicht vergessen. Die außerparlamentarische Opposition, der Widerstand von der Straße hat viel erreicht. Ich erinnere an die WAA in Wackersdorf, die nie gebaut wurde. Oder an den schnellen Brüter in Kalka, wo jetzt ein Freizeitpark ist. Das finde ich eine wunderbare Umwidmung. Ja, wir haben in Berlin zum Beispiel auch Stadtautobahnen verhindert und gelernt umzudenken, dass das Auto nicht die Stadt besitzen sollte. Und dann gab es Anfang der 80er Jahre die Hausbesetzerbewegung. Das hat verhindert, dass halb Kreuzberg abgerissen wurde und durch einen Neubau ersetzt wurde. Und damals hatte man noch die Initiative, man kann Häuser nicht nur besitzen, man kann sie auch besetzen. Was ich damit sagen will, ist, man soll sich nicht immer auf die Wahlen verlassen. Die haben ja jetzt auch vor dieser Wahl wieder gesagt, gehen Sie wählen. Ja, dass man seine Stimme abgibt und in die Urne wirft und für 4 Jahre die Schnauze hält, das ist sehr schwierig.
Wir haben jetzt Koalitionsverhandlungen, es kommt ja immer dasselbe da raus, wir wissen es eigentlich schon. Und dann werden die Minister vereidigt und die verstehen ihren Eid ja immer falsch. Die sagen dann, ich schwöre, am deutschen Volk zu verdienen, so bar mir Geld helfe. Es ist ja auch schwierig für diese Menschen, die da gewählt werden. Die werden aus ihrem Lebenszusammenhang, aus ihrem Wahlkreis rausgerissen und werden vom Wähler verpflichtet da. Die werden praktisch nach Berlin eingewiesen. Und in Berlin wissen wir gar nicht, wie wir mit denen umgehen sollen. Da wissen wir teilweise gar nicht, welche Pflegestufe die haben. Und das ist sehr schwierig. Da kommen Hunderte an. Ja, die sind hilflos in der Stadt. Ja, über 600 Leute, die da einfach neu sind und nicht klarkommen. Und dafür haben wir aber in Berlin 6000 Lobbyisten, die sich darum kümmern. Die sagen denen, wo es lang geht, die gehen mit denen essen. Ja. Alleine wissen die gar nicht, wo es lang geht. Sie wissen ja, warum die Politiker immer von den Chauffeuren die Autotüren aufgemacht kriegen. Das ist wegen der Kindersicherung. Ja. Wir haben dann das Ergebnis, wir müssen das alles bezahlen, aber damit da keine schlechte Stimmung aufkommt, will ich zum Abschluss sagen, wir müssen das alles nicht zahlen. Wir Deutschen nicht, weil wir sterben aus. Das hat ja Tilo Sarrazin damals in seinem Bestseller festgestellt, Deutschland schafft sich ab. Ich wollte das Buch erst gar nicht lesen, dann habe ich es 4-mal zum Geburtstag geschenkt bekommen. Da habe ich auch gedacht, was habe ich für Freunde. Und dann habe ich gelesen und dieses Buch hat mir die Augen geöffnet, weil Tilo Sarrazin weiß danach, dass gerade die intelligenten, fleißigen Deutschen keine Kinder bekommen, weil da der Mann und die Frau arbeitet. Die wollen Karriere machen, die sind jeden Tag 18, 20, 24 Stunden im Betrieb, die haben gar keine Zeit, die treffen sich gar nicht. Höchstens mal am Flughafen kurz und fliegen dann auseinander und sehen sich nie wieder. Aber die arbeitslosen Hartz-IV-Empfänger mit Migrationshintergrund, die sitzen den ganzen Tag aufeinander in der Wohnung. Die langweilen sich und gucken Flachbildfernsehen. Flachbildfernsehen kommt ja schon vom Namen her der Programmtiefe sehr entgegen. Und dann wird denen sehr langweilig. Ja. Und dann vermehren die sich. Ja, und wie Tilo Sarrazin festgestellt hat, die produzieren ein Kopftuchmädchen nach dem anderen. Und das ist gefährlich. Dieter Hildebrand hat das mal zusammengefasst. Die übervögeln uns. Das ist aber tragisch, dann sterben wir Deutschen aus noch. Bevor wir ein sicheres Endlager für den Atommüll gefunden haben, sind wir tot. Und das Schlimmste daran ist, dann gibt es keine deutsche Kultur mehr. Dann gibt es keinen deutschen Kevin und keine deutsche Angelique, die sich neben einem Starbucks-Kaffee treffen, um Latte Macchiato zu trinken, Muffins zu essen, Tweets zu twittern und bei Facebook zu posten. Diese ganze deutsche Kultur ist weg. Dann gibt es keinen deutschen Sandro und keine deutschen Chantal, die als deutsche Soldaten unsere Freiheit auch am deutschen Hindukusch verteidigen und auch nach dem Abzug da für uns noch die Stellung halten, damit wir hier in Stuttgart an der Heimatfront die friedliche, weltberühmte deutsche Weihnacht feiern können, wo wir unter der dänischen Douglas-Tanne um den sibirischen Ikea-Tisch zusammensitzen, um die polnische Hafermaskanz zu essen. Um auf diese Weise die Geburt eines unehelichen jüdischen Palästinenserkindes zu gedenken, das in prekäre Wohnverhältnisse hineingeboren wurde. Ich habe es auf vielen Abbildungen gesehen, in einen Stall zwischen Tiere. Das sind hygienische Verhältnisse, das hat man in keinem Stuttgarter Krankenhaus. Wahrscheinlich ist da irgendwo noch Pferdefleisch mit dabei. Geboren von, ich habe es auf vielen Bildern gesehen, von einem Kopftuchmädchen. Hineingeboren in eine Patchwork-Familie aus einem Zimmermann und einem Heiligen Geist. Eine sozial schwache Familie, die auf Transferleistung von teilweise schwarzen Weißen aus dem Morgenland angewiesen war. Hineingeboren in eine Flüchtlingsfamilie, die anschließend sofort nach Ägypten fliehen musste. Das möchte man ihnen heute gar nicht mehr empfehlen. Aber es ist wirklich wahr, Tilo Sarrazin hat recht, man muss das Buch gar nicht lesen. Man muss nur mit offenen Augen Fernsehen gucken. Dann sieht man es, gerade die wirklich erfolgreichen, wirklich Karriere machen in Deutschland, die es schaffen, ganz an die Spitze zu kommen, die haben keine Kinder. Angela Merkel, Guido Westerwelle und der Bischof von Limburg.
Und deren Kinder würden uns dann weiterhelfen, oder? Ich hatte neulich ein tragisches Erlebnis. Ich bin durch Berlin gegangen, Prenzlauer Berg. Und dann wurde mir der Bürgersteig versperrt durch eine Schwabenmutter mit ihrem Zwillingskinderwagen. Und da ist mir klar geworden, diese spätgebärenden Schwabenmütter, die die Gnade des letzten Eisprungs nutzen, um neben der Karriere noch Kinder in die Welt zu setzen, die setzen die Kinder in die Welt, die nachher alleine dastehen und als Deutsche übrig bleiben, und die müssen unsere ganzen Fantastilliarden Schulden bezahlen. Deutschland, ein Schwabenstreich. Gute Nacht.